Willkommen, ihr Lebenserwartungsfolge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Fresh Hits. Immer wieder Fresh Hits hier. Also, ich bin endlich mal wieder bei Spätzle mit Soße, mit dem Clankrieg. Das ist ja jetzt schon, ich bin zwar ab und zu dabei, wenn ich nicht gerade mit diesem Account hier auf Wanderschaft bin, weil der Account, nun mal so zur Erklärung, ist so hier und da in den Ligen gemeldet, dass der wechselt und die Leader haben sich vielleicht genau die ID aufgeschrieben und wenn dann jemand anders anfragt, ein anderer Thorsten, sage ich jetzt mal, mit einer anderen ID, dann nehmen die den nicht auf. Aber ihr seht schon links oben, ich bin mal wieder in der Legendenliga. Aber ich bin noch nicht in der Legendenliga. Gleich erste Frage vorab. Gestern haben wir die so halbwegs beantwortet im Stream. Ich trete der Legendenliga jetzt noch nicht bei, weil ich kann jetzt noch angreifen ohne Ende. Oder habe ich ab einem bestimmten Punkt, das stimmt gar nicht, ich kann gar nicht mehr angreifen ohne Ende. Okay, das erklärt es. Mist, das erklärt es. Ich kann gar nicht mehr angreifen ohne Ende. Man muss ja in die Legendenliga rein. Außer ich verliere jetzt. Okay. Außer ich verliere jetzt. Aber dann muss ich auch schon wieder unter ganz schön viele Pokale verfallen. Nämlich so circa bei 4.850 ist das, glaube ich. Ah, Mist. Oh, Leute, habe ich wieder nicht drüber nachgedacht. Naja, okay. Aber ich bin leider da wieder reingerutscht. Ja, schon fast gestern Abend im Livestream. Hat mir übrigens außerordentlich gefallen. Heute auch wieder Livestream. Geht so gegen 21 Uhr los. Nur als Vorabinformation. Und dort werden wir heute GML, dritte Woche, GML Elite sehen. Spätzle, nee, GSI, nee, sind die Säbel 2. Ist ja alles derselbe Verein. Die Säbel, Spätzle mit Soos, GSI Warriors gegen die Event Lounge. Und wird sicherlich ein spannendes Match. Am morgigen Freitag gibt es dann auch ein Match. Und zwar Dark Lotus gegen GSI, nee, Dark Lotus da gegen GSI Warriors, oder ist das heute anders? Ich muss nochmal nachgucken, aber irgendwas von uns hier, in unseren Event-Clans. Aber es wird hier morgen in jedem Fall derbe ballern und scheppern, Leute. Denn der Black Friday hat hier auch hält hier morgen Einzug. Und ich erwähne den heute schon mal, weil vielleicht kommt morgen kein Video, das weiß ich noch nicht. Bin morgen erst unterwegs. Und deswegen wollte ich schon mal darauf hinweisen, ich bin echt gespannt, was es da gibt, aber ich denke mal, es wird extremst Reduzierungen geben, jetzt vielleicht nicht im Shop. Ich bin mal gespannt, ob noch was im Shop kommt, hier, ob es hier auch Special Offer morgen geben wird, mal sehen, vielleicht setze ich mich doch noch hin, aber ich bin hier im Moment am Boosten, weil ich auch noch ein bisschen Clanspiele machen muss und wir sind hier ja heftigst im CK, aber gestern Abend, glaube ich, schon so den einen oder anderen Angriff gesehen. Da sah es erst ganz gut für den Gegner aus. Der hatte nämlich gestern Abend schon 2-3 Sterne und wir noch keinen. Das hat sich jetzt etwas gewendet, das Blatt. Und deswegen wollte ich euch hier den einen oder anderen Hit ruhig mal zeigen und auch natürlich von mir mal einen Fresh Hit. Leute, ich habe mal wieder einen Fresh Hit hingelegt. Wie lange ist es her, dass ich hier eine frische Biss mit 3 Sterne belege. Das ist ja schon ultra lange her, oder? Naja, okay. Aber man sagt dann immer, im Nachhinein sagt man immer, ja, war ja gar nicht so schwer. Ja, Base findet man in den Videos der einschlägigen YouTuber und wenn du dir dann eine ordentliche Taktik rausgesucht hast, dann klappt eigentlich immer alles. Was hat denn eigentlich der gemacht? Vom Clan Spätzle mit Soos. Okay, hat hier ein bisschen was weggeblitzt. Und das ist genau die Armee, die ich nämlich im Moment noch nicht kann. Also die Base, die ich euch gleich von mir zeige, die ich gemacht habe, die kann man auch mit Luft machen. Allerdings bin ich nicht so der gute Luftangreifer. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Um auf jeden Fall aus der Legende wieder abzusteigen, muss ich einfach nur ein paar Luftangriffe machen. Das klappt garantiert nicht. Damit verliere ich dann immer so ein paar Pokale. Leider. Aber so ein Sui Lalo, das ist immer noch nicht mein Ding. Das muss man auch wirklich ultra lange üben, denke ich mal. So wie der das da oben macht, ja. Ich muss mal in unsere Tabelle im Discord gucken, wer da eigentlich hintersteckt, hinter diesen Accounts. Aber schön gemacht mit dem King. Schön gefunnelt. 2 X-Bögen auf denen. Die sind beide, glaube ich, auf Boden. Ne? Ja, beides Boden, X-Bögen. Okay, das ist dann nicht ganz so schlimm. Der King hat ja dann doch schon ein paar Trefferpunkte mehr. Und tankt hier ganz alleine für die Queen. Die nimmt auch die wichtigsten Gebäude raus. Und ihr seht da 36%, 37% und jetzt kommen erst die Loons. Ja? Also schon mal fast Viertel der Base weg. Seht ihr da oben auch. Und
Hat jetzt noch einen Scattershot, den anderen hat er ja, glaube ich, geblitzt gehabt. Ich hätte jetzt mir den Anfang auch angucken sollen. Slammer wird mir dazugesetzt. Der paart sich jetzt hier gleich so ein bisschen mit den Loons. Ist natürlich optimal, dass der in jedem Fall jetzt ein bisschen vorwegfliegt. Die Loons überholen jetzt mal kurz, weil der Slammer ja nicht vom Eilzauber profitiert. Der fliegt einfach weiter und ist nicht in Eile. Das sind dann die Loons, die überholen ihn jetzt ein bisschen. Aber der wird jetzt gleich tanken. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, dass dahinter die Loons sind und jetzt die ganze Defensive erstmal auf die Loons ballert. Da sind auch noch Loons und ein Drache drin. Da kann man ein bisschen Cleanup für Cleanup sorgen, denn der Rest hier ist schon sehr dominant down. Sehr dominant down, muss ich mal so sagen. Und schön gemacht vom Namenlosen, ja, vom Namenlosen immer noch. Und aber die Freshits hier sind auch echt cool, muss man sagen. Da musst du dich halt um diese Bases nicht mehr kümmern. Man sagt dann auch immer gerne eine Sorge weniger im Clankrieg. Denn und deswegen sind natürlich hier gerade die freshen Hits die schönsten Hits. Kein Ding. Der Bruce Lee gegen den SRTNC. Okay, das kann man ganz schlecht lesen, aber Clan Nefes spielt in Champ 3, also ist schon eigentlich schon ein Clankrieg, der recht auf Augenhöhe ist. Da bei den zwei Sternen darf man jetzt nicht überbewerten. Ne, die zwei Dreier vom Gegner, die darf man nicht über und auch nicht unterbewerten, vor allen Dingen nicht unterbewerten, dass man jetzt leichtsinnig wird und hier vielleicht den Sieg verspielt, weil man meint, das holen die eh nicht mehr auf. Wir haben den letzten Clankrieg, glaube ich, verloren mit einem Stern, meine ich. Und dort haben wir auch haushoch geführt, haben aber am Ende nur 17 Dreier gebracht und der Gegner hat 18 Dreier gemacht oder so. Oder auf jeden Fall hat er einen mehr gemacht und das hat gereicht zum Sieg. Also das darf man in gar keinem Fall in den Clankriegen unterschätzen, denn man kann ja immer auch Angriffe mal nachspielen. Das ist auch nicht jedem sein Ding. Angriffe nachspielen, viele machen es trotzdem und denken sich, Mensch, ich habe doch genau nachgespielt und habe noch einen Magier eigentlich über gehabt für ein Cleanup oder was auch immer. Ist aber auch, denke ich, auch nicht ganz so einfach. Ich habe gestern Abend auch ein bisschen Update-Talk betrieben. Also ich weiß nicht, wann das Update kommt. Vor allen Dingen nicht mit den Supertruppen, aber ich denke mal, jetzt der Dezember naht ja mit harten Schritten und Weihnachten ja auch. Und ich denke mal, das wird das Dezember-Update geben. Und dann werden wir in jedem Fall sehen, wie wir dort agieren können, beziehungsweise was es dort für Goodies gibt. Ein Goodie kennen wir ja schon. Ich bin mal gespannt, ob noch so ein bisschen was anderes geleakt wird. Und was überhaupt noch geleakt wird, weiß ich nicht. Vielleicht ein paar Heldenlevel drauf auch noch. Zu zwei schwarzen Truppen auch noch 5 Heldenlevel. Das wäre der Hammer. Das wäre wirklich der Hammer. Nur glaube ich da im Moment nicht dran. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt zu Weihnachten Rathaus 14 in den Startlöchern steht oder so. Auch wenn die WM dann ja auch wieder vorbei sein wird, also auch wie letztes Jahr, wo es die WM ja mit Rathaus 12 gespielt wurde und im Dezember kam dann Rathaus 13. Das ist natürlich schneller durchgespielt. Also das Rathaus 13 ist schneller durchgespielt als das Rathaus 12, denn durch die ganzen, nach wie vor die ganzen Verbesserungen, Goldpass, Liga mit den Medaillen und auch vergünstigte Sachen beim Händler, Events und so weiter. Clanspiele nicht zu vergessen. Ja, die mache ich im Moment ganz wenig. Clanspiele nicht zu vergessen, wird das Ganze echt verschnellert. Ich merke es ja selber an einem Account. Aber hier haben wir meinen Hit. Hurra auf die Nummer 8. Und wenn ich denn schon mal 3 mache, das ist selten, dann zeige ich das ja auch. Gar keine Frage. Ich wollte es erst live machen, aber dann wäre ich schon wieder so nervös gewesen. Ihr guckt dann alle zu. Weißt du, ihr guckt dann alle zu, wenn ich meinen Hit mache. In meinen Hunter da oben hätte ich mir sparen können. Den habe ich ein bisschen zu spät gesetzt. Egal, der lockt mir jetzt die Clanburg. Kann man ja auch mal machen. Der lockt mir jetzt schon mal die Clanburg. Funnel ist damit schon mal hergestellt. Aber man hätte sich natürlich auch durch diesen Schlauch hier unten auf 3 Uhr bis zum Rathaus durchkämpfen können. Ja, hätte man machen können, aber ich habe mich für diesen Weg entschieden. Ist eigentlich ein bisschen doof, über Ecke reinzukommen, aber die Queen kann jetzt gar nicht anders, weil ganz gut ja gefunnelt wurde, sage ich jetzt mal. Und auch versehentlich ging auch mein zweiter Mauerbrecher ein bisschen weit. Der erste, das wusste ich, dass der da hingeht. Das war auch so, eigentlich so halbwegs im Plan. Aber der zweite,
geht jetzt dahin, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass er da noch mal aufmacht. Macht er aber auch. Und jetzt ist die, ja, jetzt läuft die Queen kurz einmal aus dem Inferno und dann geht sie da unten nicht in die Lücke rein. Und dann versucht er durch die Mauer und ist jetzt gleich noch mal im Inferno-Strahl. Ich hatte eigentlich gedacht, die geht noch mal zurück. Auf der 3 Uhr Seite dann gefunnelt mit King, Babydrachen und der Kaserne. Ja, da muss ich jetzt die Queen zünden. Die war an der Stelle lost. In der Tat hat der harmlos eben noch gesagt, der Vita, deine Queen war lost, ja, aber ich meine, ich halte sie hier im Rennen, das ist das Coole. Ich halte sie im Rennen, trotzdem die Heiler mal weggefegt werden, aber es gibt ja im Moment jetzt keinen Beschuss. Kein Beschuss von auf der Queen und so können die Heiler das hier ganz piano machen. Am Ende wurde es noch mal ein bisschen spannender, da habe ich schon noch ein bisschen gezittert und habe gedacht, oh nein, der Scattershot geht nicht down. Da muss ich noch mal kurz zittern, auch hier bei der Riesenbombe habe ich schon so ein bisschen gedacht, ah, wird doch nichts. Aber ich habe ja noch so ein paar Miner dabei. Queen ist mittlerweile wieder voll. Wow, nicht schlecht. Queen ist mittlerweile wieder voll. Und dann geht das hier ganz gut weiter. Ja, und ich hatte noch einen Miner, den habe ich nicht gesehen. Da ist er. Den habe ich nicht gesehen, aber der King ist ja auch schon angeschlagen. Ein Schuss von meiner Queen oder zwei. Dann war es das. Und der Scattershot ist, glaube ich, auch schon einmal angehittet gewesen. Da seht ihr das, der war auch schon fast down. Und so sind das hier von mir mal 3 Sterne, Leute. Ist immer ein Hype wert. Das ist so selten, dass ich das mache und ich feiere das dann immer unheimlich. Das könnt ihr glauben. Da habe ich mir erstmal einen schönen frischen Kaffee eingeschüttet eben und hab den so richtig sacken lassen. Ich habe diesen Angriff nochmal jetzt mit euch genossen. Also, wie gesagt, weil das so selten ist, zeige ich ja eher selten Sachen. Mein 13er hier, aber wir müssen, glaube ich, mal wieder ein bisschen mehr live machen. Das machen wir meistens abends, wo wir dann so ein paar Live-Actions machen. Ich muss jetzt tatsächlich rein, aber dann ist die Folge leider vorbei, denn der hat jetzt erstmal 17, ja geil, 36 Minuten. Okay, so lange will ich jetzt nicht warten. Okay, also man muss der Legende doch beitreten, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na egal, jetzt bin ich erstmal drin. Und dann habe ich, glaube ich, noch so ein paar Attacken. Es sind ja nicht so viele, glaube ich, die man am ersten Tag hatte. Ich habe heute schon ein oder zweimal angegriffen. Also warte ich das jetzt erstmal ab und hoffe, dass euch die kurze, aber feine Folge trotzdem ganz gut gefallen hat. Also frische Hits hier beim kleinen Spätzle mit Soße. Heute Abend wieder frische Hits auf dem Twitch-Kanal. Twitch.tv/TotoClashed. Dort werdet ihr fündig, also dort werdet ihr mich finden. So ab circa 21 Uhr. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen eher online gehen. Dann machen wir noch einen kleinen Just Chatting vorher oder einen kleinen Update-Talk oder was es auch immer gibt. Mal sehen, ob vielleicht heute noch was kommt. Ich nehme jetzt so um die Mittagszeit auf. Kann ja sein, dass jetzt nachmittags noch was kommt. Verpasse es mal wieder, weil ich es ja auch nicht so vorher weiß, aber ist hoffentlich nicht so schlimm. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall gesund und immer dran denken, positiv denken. Lebe geht weiter und bis dahin, euer Toto.